Na hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich bin schon so 905 und ja, uns liegt der Schalk immer noch halb im Nacken. Ich muss jetzt gucken. Wir haben jetzt einen neuen Schlüssel. Wir haben jetzt den Rüstungsschlüssel. Und der ist ja schön und dandy. Oh, warte mal. Wo ist noch so. Wie bist denn du hierher gekommen, mein kotziger Freund? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich will nur noch mal gucken, ob ich jetzt nicht da bei dir irgendwas vergesse. Also von daher gehe ich mal an dir vorbei. Ignoriere deine Welt. Genau. Genau, hier. Da ist doch ein Rüstungsschlüssel gewesen. Okay. Dann erkundigen wir mal, so weit wir schon können. Ist das Munition? Ist auf jeden Fall ein Batteriepack. Auf jeden Fall nehme ich das hier. Kerzenhalter glänzt kalt im Mondschein. Das ist spoopy. Da komme ich aber durch. Och schön. Ihr wollt rein. Wie wär's mit nein? Wie wär's, wenn ihr mal da bleibt, wo ihr seid? Ach, schau mal einer, guck. Oh. Oh. Ich glaube, da habe ich sogar... Decke, Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Nein, besser nicht. Aber ich habe... Ja, okay. Schau mal einer, guck. Jetzt müsste ich also einmal zurück, mir den Unkrautvernichter holen. Und dann wird hier Unkraut vernichtet, mein Freund. Oh, zu euch komme ich nochmal zurück, das sage ich euch. Jetzt weiß ich schon mal, wofür ich den Unkrautvernichter brauche. Weil wenn das kein Unkraut ist, dann weiß ich auch nicht. Aber vielleicht sind Tentakel auch heutzutage kein Unkraut mehr. Ich meine, vielleicht sind Tentakel heutzutage nicht mehr als Unkraut klassifiziert. Das, ne? Uiuiui. Uiuiui. Gemüse töten, das ist natürlich sofort bei der Sache. Ja, was erwartest du wohl? Hier ist deine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Schau mal einer, guck. Das blaue Licht habe ich schon. Das blaue Licht habe ich und das hole ich jetzt auch gleich. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Was ich habe, das habe ich, nicht wahr? Oh, und ich komme dann... Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Warte mal. Das heißt, ich kann den Chaos Emerald holen. Das können wir von der Liste streichen. Oh, Munition. Oh, yes. Oh, great. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und alles ist sicher Steve von Forschung. Steve räumt ab, aber ich bin mir sicher, der gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai. Einer der Bosse hat mir eine Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sie ist ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert. Er sollte es in lebenden Tieren. Als er ein Schwein hinwarf, spielte das Wesen mit ihm, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus. Er ist fressen begangen. Ew. Weckte mir 5 Uhr morgens, ich kriege einen gewaltigen Schreck. Trug einen Schutzanzug, gab mir einen Befehl, mir anzuziehen, sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Hat immer ausgerechnet, dass es passiert, diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Ich laufe in diesem verfluchten Schutzanzug rum, ich bin verschwitzt und alles juckt. Die Hunde starren mich an, also bekomme ich kein Futtergesicht von ihren Recht. Ging zur Krankenabteilung, mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben einen Verwundeten mir gesagt, dass ich einen Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Noch eine große Blase in meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg, Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren mit dem ganzen Tag still. Komisch, damit mir einzigen entkommen waren. Vielleicht ist es eine Rache, weil ich ihn 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Alter, der Kerl hat echt eine Menge zu sagen. Ein Gerücht, um gestern Abend ein Forscher auf eine Flucht gewesen sei und man hat seinen ganzen Körper heiß und juckt und schwitze ständig. Ich find's auch schön, dass er ständig bemerkt, dass er juckt und schwitzt und zwar überall. Als ich schwer meinen Arm kratze, ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse, Hundefutter. Juckt, juckt, Scott kam hässlich, aber hab ihn gefressen, lecker.
juckt lecker. Och nö. Bist du Scott? Bist du Scott? Oh fuck. Oh shit, zwei sogar. Bist du Scott? Nee, den da. Oh fuck. Was ist das hier? Ein Taser-Pack. Finde ich gut. Fuck! Get tasered! Ist hier noch was? Ich höre selber das Papier, lässt sich nicht öffnen. Okay, dann. Bye! Macht ihr mal, was ihr wollt! Er möchte uns halt mitteilen, dass er stinkt. Good point. So, warte mal. Jetzt möchte ich eigentlich einmal zwei Sachen erledigen. Die eine Sache... Ja, das ist ja eigentlich, wenn ich mich jetzt... Das ist ja eine schnelle Sache eigentlich. Einmal den einen Chaos Emerald in den Tiger drücken. Und das andere ist, wir werden jetzt mal ein bisschen Unkraut vernichten. Nein. Really, dude? Jetzt packst du mich? Weißt du, die ganze Zeit interessiere ich dich nicht, aber jetzt auf einmal willst du was von mir? Du bist mir einer. Es ist mir egal, dass der tot ist. Ich will an dem Kerl nicht meine Munition verschwenden. Außerdem mag ich ihn irgendwie. Er ist ein netter Kerl. Man muss sich nur erstmal kennengelernt haben, wisst ihr? So, zwei Sachen. Unkrautvernichter. Chaos Emerald. So, das heißt, wir packen jetzt einmal dem Tiger ein Chaos Emerald dahin, wo die Sonne nie scheint. So, wo bist du jetzt? Hi. Okay, jetzt ignorierst du mich wieder. Jetzt bin ich dir wieder nicht gut genug. Fucking Asshole. Weißt du? Kaum hast du einen Boner, denkst du dir, boah, das ist chill. Aber kaum will ich mal nur mit dir reden und eine Tasse Tee, kommst du an. Nee, nee. Kackbuhn, ey. Scheiß Kackbuhn, ey. Blöder Penner. Ist ja ist so unhöflich. Ah ja, hier eine Inschrift. Trigger am Glanz und bauen eine Schnüffenwerber. Hier, hab ein Chaos Emerald. Och ja, Mensch. Och ja, Mensch. Was haben wir denn da? Gewehrmunition. 6 schöne Schuss. Und jetzt guckt der oder so schön. So, und jetzt gehen wir Unkraut vernichten. So. Ich weiß, dass man keine fremden Tagebücher lesen soll, aber ich denke, Scott hat nichts damit, ne, ich meine, das Einzige, was er später geschrieben hat, war, juckt, Hunger, Hunger juckt. Ich meine, seien wir mal ehrlich, hat er jemals was anderes geschrieben, außer juckt und Hunger? Und, dass Scott ein Arschloch ist? Okay, I got the idea. Ich brauch das, was? Ich wollte gerade sagen, pack einfach den gesamten Sack ins Wasser. Weißt du? Ich denke, wir sind auf dem Wasser pumpen, but of course. Auf welche Farbe möchten Sie denn What? Grün? Haha. Pumpen einstellen. This is some try and error shit. Rot. Ey, das ist doch fies. Ey, das ist doch fies Spiel. Also bitte. Das ist fies. Ach, guck mal. Eine Todesmaske. Eine der Masken.
Der Pum scheint ausgeträumt zu sein, ja. Try and error Bullshit. Das kann ich auch spielen, also. Ey, was ein Bullshit, ey. Was ein Try and error Gypskack. Ah, gut. Wir haben gemacht, was wir brauchen. Wir haben eine Maske von 4. Das ist schon mal etwas. Jesus, Try and Error. Ich hab's versucht, es war falsch. Was willst du denn, du Doofnase? Ich will hier sowieso nicht mehr lang. Dieser Raum müffelt. Muss nochmal gerade überlegen. Geradeaus, ja. Jesus, Try and Error. Weil jetzt, wenn ich beim nächsten Mal, wenn ich das nochmal spielen sollte, dann drehe ich direkt auf Rot. Ist ja klar. Weil ich weiß, grüne Scheiße. Kakaka! Was ein Bullshit! So, das packen wir mal. Oder lade ich direkt mal nach? Nehmen wir mal. Erstmal packen wir die Maske weg. So, Todesmaske. Tutanchamun. Tutanchpatu. Kombinieren. Oh, das, da gehen wir. Okay. Man guckt einfach vorher auf die Rohre. Lässt sich einfach erstmal die Finger weg, bis man sicher ist. Da war, ich habe nicht mal gesehen, dass da Rohre waren. Ich habe einfach gedacht, es gäbe nur eine Option. Jesus Christ. Seid ja schlimmer als Undertale-Fans, ihr beiden. So, warte mal. Das habe ich, das habe ich. Das behalte ich, den brauche ich. Gut, dann sind wir hier. Ja, sind wir hier soweit durch. Auf der Ebene. Das heißt, jetzt können wir mal rüber. Genau. Ja gut, ich glaube, speichern ist jetzt noch nicht nötig. Mann, 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 Mann. So. So, hoffen wir mal, dass der andere Kerl jetzt nicht ausgerechnet da steht, wo ich es nicht gebrauchen kann. Natürlich steht Godlike. Seems that logic. Danke für den Sub auf jeden Fall. Fass mich nicht an, ja? Fass mich nicht an. Ich schwöre dir. Warte mal. Da hinten war Helmchen, wenn ich mich irre. Das war die Terrasse. Ja, Terrasse ist nicht wichtig, genau. Terrasse sind wir durch. Wobei, was laber ich da? Das sind noch Kräuter. Ich kann mich einmal für free heilen. Halt! Umdrehen! Hui! Ich hoffe, der bleibt da mal liegen. Also, wäre mir lieber. Etepetete. Es sei denn, jetzt ist hier wieder so eine dumme Töle. Dann hätte ich natürlich ein Problem. Ja, mehrere Wunden versorgt. Ist immer noch was da. Und ich bin wieder fit. Ja, Mensch. Ja, gehen wir hier außen rum. Scheint mir ein bisschen sicherer. Außerdem ist draußen Freiheit. Gott, was bin ich in letzter Zeit süchtig, was den Tanz der Vampire Soundtrack angeht. Das ist ja nicht mehr gesund hier. Eieieiei. So. Vor allem hier passiert irgendwie diesem Hauptraum auch nie was, ne? Jetzt immer so nebenbei. Nur mal so nebenbei. So, die eine Maske haben wir. Bleiben noch 3 für diese eine Aktion. Was war da hier? Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Lord Helmchen. Gotcha. So. Warte mal, ich guck mich hier nochmal im Untergeschoss, im Erdgeschoss um. Also die Kamera ist das, was mich eher auf Kirre macht aktuell. Bei den Controls bin ich echt froh, dass sie hier einem die Möglichkeit geben, auf eine etwas modernere Art und Weise umzuschalten, weil es tut echt gut. Weil ich glaube, da hätte ich echt... Das Ding haben wir immer noch nicht gebraucht, by the way. Das Ding haben wir da rausgenommen, aber seitdem noch nicht wieder gebraucht irgendwie. Aber gut. I
Einfach, weil ich dir nicht... Ich brauche es nicht. Ja, ich brauche es nicht. Meine Mutter braucht es nicht. Ohne Scheiß, ich hab gesagt, mach es. Ich hab gesagt, mach es. Was hat das Spiel gedacht? Das brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ist ja nur, ne? Ja, ein großer Raum. Oh geil, ich hab die Bar gefunden. Ich bin glücklich. Farbband. For free. Riecht angenehm, wie ein guter Wein. Ein kostspieliges Piano. Ah, okay, ich verstehe. Aber ist hier noch was? Nein, ist es nicht. Also schieb. Da ist doch was. Notenblatt. Jetzt sag mir nicht, ich soll Piano spielen. Ich bin unglaublich unmusikalisch. Ich liebe Musik, aber das heißt noch lange nicht, dass ich musikalisch bin. Meint. Brauchen sie jetzt nicht. Hier ist ein dicker Flügel und du willst mir sagen, dass ich keine Notenblätter brauche. Das ist so mit das Offensichtlichste überhaupt. Okay, warte mal. Prüfen. Sogar die Mondscheinsonate. Na? Ah, lass mich raten. Teil der Musik fehlt. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Fehlende Musik. Okay. Kann ich das da jetzt hinlegen? Weil ich will das echt nicht mit mir rumschleppen. Okay, es fehlt Musik. Und wenn ich jetzt da rausgehe, läuft mir ein fucking Crimson Head hinterher. Das ist ja ganz dandy. Da werde ich also nicht um den Fight drum rumkommen, ey. Ja, ich wollte ihn ja anzünden. Jetzt habe ich einen Crimson Head an der Backe. Es fehlt Musik. Ist hier sonst noch was? Ne, nur die Theke. Die dicke Theke. Okay. 12 Schuss für einen Crimson Head. This is gonna be fun. Ouch. Dad missed me somehow. Ich bin immer noch gesund. Swiggity Swooty, I'm coming for the booty. Alter, der Typ ist echt. Mit der Pistole, das brauche ich ja nicht versuchen. Der heilige Kacke. Okay, gut, dass der hier nicht durchkommt. Crimson Fuckface. Ui. Gut, ich befehle also... Ne... Dafür respawnen die nicht mehr. Ja gut, meine Munition leider auch nicht. Deswegen, wenn ich es vermeiden kann, möchte ich den Kerl erstmal nicht wieder begegnen. Der Kerl riecht. Der Kerl müffelt. Ist aber echt so, der Typ sah echt so aus nach dem Motto, Swiggity Swooty, I'm coming for the booty. And he wants all that booty. So, da oben ist bestimmt noch... Ja, aber das heißt, ich muss wieder in diesem Hundegang vorbei. Das ist ja ganz toll. Dieser eine Hund, der irgendwie sich denkt, ne, I am fucking invincible! Oh geil, noch ein Crimson Head. Ist das bei euch in der Familie, dass jeder von euch Fucks zu einem fucking Crimson Head wird? Ich meine, der kann nicht über das Ding, ne, aber ich will es auch nicht haben, dass er da, ne. Weißt du, ich lass dich da. Ja, weißt du, ich lass dich da. Das, oder kann ich das... Kann ich es richtig hart nutzen? Ich versuch's mal. Nee, ich erwisch ihn nicht. Nee. Das wird mir echt zu riskant hier.
Ich habe Angst, dass der sich da durchglitscht oder so. Ja, da habe ich echt gerade Schiss vor. Au! Weißt du was? Okay. Fick dich halt. Gut, gut. Du bleibst da jetzt. Viel Spaß mit der Ewigkeit. Viel Spaß damit. Sackgesicht. Viel Spaß mit der fucking Ewigkeit, Dickhead. Oh, Kamera, bitte. Och, schieß doch bitte nochmal dann. Oder taser den Hund, das geht auch. You dead, okay. Ich hab den Hund getasert. Ich hab den fucking Hund getasert. Warte, was? Ich schiebe in dem Gang mal die Regale. In welchem Gang? Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen weiter, leider. Warte mal, ich gehe aber nochmal hier hin und hole mir einmal Kräuter, weil die lagen ja hier zuhauf da. Die lagen mit dem Hund. Mach ich gleich. What the fuck? Wo kommst du denn jetzt her? Get tasered! Ach shit, ich bin voll. Och ja. Och du Mistvieh! Ist das Ruhe? Oh Gott, es ist noch nicht kritisch, aber man muss es ja nicht ausreizen, nein. Das sind alles. Ja, es ist. Fuck, na gut. Scheiß Mistvieh, wo kam der denn jetzt her? Okay, warte mal. Hol meint gerade, ich soll nochmal zurück, da liegt im Gang unter den Regal. Ich soll die Regale schieben. Okay, warte mal. Die kann ich schieben? Ah, Tatsache. Es sieht immer alles nicht so schiebbar aus, deswegen versuche ich es meistens nicht. Scheiße. Ja, jetzt ist natürlich. Ja, weil ich die aufgesammelt habe. I fucked up. Once more. Ich weiß nicht, wie oft ich das mir, ne. Ist hier denn auch was, oder? Ah, doch, es ist leicht anders von der Dings. Von der Dings her. Oh, ein Dolch. Oh ja, das ist praktisch. Stimmt. Jetzt springen die auf einmal. Nein, schieb das doch nicht weg. I need das. Ich kann jetzt die Munition nicht aufheben, aber ich merke mir jetzt mal, dass sie hier ist. Ich merke mir jetzt einfach mal, dass die da ist. Das werde ich, glaube ich, noch hinkriegen. Das sollte noch im Bereich meines Machbaren sein. Hi, Jill. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.